Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime Banger und heute gibt es für eine kleine One Piece Theory bzw. eher Diskussion zu dem Thema, wer ist denn dieser dritte Insasse im Gefängnis von Kaido, den wir im letzten Kapitel gesehen haben. Es ist ganz safe oder bzw. ziemlich sicher, dass es eine dritte Person ist, die dort eingesperrt wurde und niemand weiß von Kaidos Leuten, wer genau das ist und die glauben, es ist eine Bestie. Und deswegen ist dieser Charakter wohl vermutlich sehr, sehr stark und wird sehr, sehr entscheidend dafür sein, wie Ruffy und Kid ausbrechen werden und eventuell auch die Schlüsselfigur vielleicht sogar sein für den ganzen Wano Kuni Arc. Wir werden mit euch jetzt durchgehen, welche Charaktere es sein könnten. Ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben, ein paar habe ich weggelassen, da ich die unnötig fand, aber ich habe auch ein paar Unwahrscheinliche mit reingebracht, um euch ein bisschen zu erklären, warum das nicht sein kann oder ich mir nicht vorstellen kann. Aber es ist eher ein Meinungsvideo, eher ein spontanes Video. Ich rede hier ein bisschen frei, deswegen wird das Video ein bisschen länger gehen, aber ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Wer ist diese dritte Person oder diese dritte Insasse? Wer könnte es sein und wie wichtig wird er noch für die Story sein? Beziehungsweise was wird er dazu beitragen? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Charakter an. Und zwar einer der Samurais, von denen Kinemon sprach. Also, wir haben ja bis jetzt Shutenmaru gesehen, beziehungsweise Ashura Doji. Zwei weitere Samurais fehlen. Wir haben noch einen mit dem Strohhut, der eventuell frei ist, beziehungsweise ich mir ziemlich vorstellen kann, dass der frei ist. Dann haben wir natürlich einen Charakter noch übrig, der mit den langen Haaren, diese Samurai, der wird wahrscheinlich da gefangen genommen gehalten. Und zwar, warum denke ich das, beziehungsweise wie kann ich mir das vorstellen? Erstens wird es ziemlich sehr, sehr gut reinpassen. Von der Stärke könnte es auch gut möglich sein. Ich denke, dieser Insasse ist mindestens auf Law Level, also locker vielleicht auch sogar Ruffy Level oder Kid Level ungefähr. Kann man natürlich jetzt nicht sagen, ist nur eine Einschätzung von mir. Und die Samurai sind schon verdammt stark. Wir haben es bei Ashura Doji gesehen. Vom Level ungefähr könnte es hinhauen. Das heißt, sie müssen schon eine Bestie sein. Aber das mit der Stärke ist bei den Samurai halt echt schwer. Vielleicht kann ich mich da irren. Aber was man natürlich sagen kann, wir haben damals diesen Flashback gehabt, wo Ashura Doji gegen Kaido gekämpft hat und dort war noch ein anderer Samurai und von dem haben wir nichts erfahren. Ashura Doji konnte fliehen, aber die Frage ist, was ist mit dem anderen? Der wird wahrscheinlich gefangen gehalten, weil das Ding ist, die Kaidos Leute wissen ja nicht, wer das ist. Aber damals, als sie gegen Kaido gekämpft haben, diese zwei Samurais, ist einer davon gefangen genommen wurde. Vielleicht hat er sich geopfert oder Ashura Doji ist einfach abgehauen, kann natürlich auch sein. Und er wurde einfach eingesperrt und Kaido will natürlich diesen Charakter unbedingt haben, diesen Samurai auf seine Seite ziehen und er bricht wirklich seinen Willen. Und er ist eine Bestie, weil er so lange durchhält. Deswegen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber die Frage ist natürlich, wieso braucht er den unbedingt, beziehungsweise wieso hat er ihn so lange im Gefängnis, wieso braucht er das ungefähr? Das Ding ist, ich glaube nicht, dass es nur von der Stärke was abhängig ist, sondern dieser Typ hat vielleicht zu viele Informationen. Natürlich könnte man sagen, ja, er könnte ihn doch einfach töten, aber er ist einfach wahrscheinlich viel zu mächtig, er braucht ihn als Verbündeten. Vielleicht wird es ja noch andere Gründe geben, die wir nicht wissen, das kann ich euch natürlich gar nicht sagen, also ich kann mich da auch irren, aber diese Möglichkeit finde ich eigentlich ziemlich geil, weil die am wahrscheinlichsten ist, aber auch ein bisschen auch am offensichtlichsten ist. Dann kommen wir zu der zweiten Möglichkeit mit Oden. Also viele glauben, dass auch Oden noch lebt und dort eingesperrt ist, dass vielleicht Kaido ihn noch braucht. Ich finde es aber nicht gut, denn ich finde, wenn Kaido wirklich Oden am Leben lassen würde, dann wäre das ein sehr großes Risiko für Kaido, weil wenn zum Beispiel ein Ruffy oder die Marine den Oden gefangen nimmt oder keine Ahnung was, dass sie irgendjemand benutzt, weil viele wissen, dass Oden diese Poneglyphe lesen kann und auch diese Poneglyphe erstellen kann. Deswegen ist er sehr, sehr gefährlich und wenn ich Kaido wäre, würde ich lieber einen Oden töten und vor allem sagt er Momonosuke, Kinemon und etc. tausendmal, dass Oden gestorben ist, dass er ein Held war, dass er einfach ein übelster, cooler Typ ist. Und wenn der dann am Leben ist und sich nicht geopfert hat, das wäre ein bisschen lame. Würde auch ein bisschen diese Dramatik von Momonosuke und dem ganzen Kozuki-Clan übelst runter machen, wäre nicht so geil und die Geschichte, das macht nicht Sinn, das weiß Oda, also Oda wird es niemals so reinhauen, dass da Oden ist, kann ich euch sehr, sehr, sehr klar sagen, dass es der nicht ist, weil wie gesagt, es gibt mehr Gründe, warum Kaido ihn eher töten sollte, ich meine, warum braucht er ihn sonst? Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, beziehungsweise ein kleiner Logikfehler von mir eingeschlichen. Und zwar ist es eigentlich falsch formuliert, für Kaido ist ein Oden doch sehr nutzvoll, denn er weiß, wo das Poneglyph ist etc. und hat viele Informationen zu One Piece oder generell zu ganz vielen Informationen und er kann ja die Poneglyphe lesen. Das Ding ist aber, ich kann mir vorstellen,
dass er sich's anders überlegt hat, dann es gibt eine Nico Robin, die Poneglyphe lesen kann und entziffern kann. Und zweitens könnte es noch einen anderen Charakter geben, der eventuell auch die Poneglyphe lesen kann und auch viele Informationen hat. Wie gesagt, zum Beispiel Scopa Gaban wäre da eine Möglichkeit oder andere Charaktere. Deswegen muss es nicht unbedingt Oden sein. Aber ganz so stimmt die Aussage nicht, dass für Kaido ein Oden unnütz ist. Das stimmt eigentlich nicht. Wenn er ihn wirklich am Leben gehalten hätte, dann ist die Frage natürlich, wie hat er das geschafft? Hat er ihn wirklich getötet oder ihn wiederbelebt? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen komisch. Oden denke ich nicht, dass es der ist. Von der Stärke können zwar gut hinhauen, aber die meinten, es wäre eine Bestie und die wissen nicht, wer das ist. Ich weiß nicht so recht. Ich finde es ein bisschen komisch mit Oden. Das macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Wäre natürlich auf einer Seite sehr, sehr geil. Also jetzt unabhängig davon, was andere sagen. Es wäre irgendwie cool, weil halt Oden... Es wäre schon nice, wie Oden kämpft, wie stark der ist. Vielleicht bringt er dem noch was bei. Das wäre schon nice. Aber ich finde, da wird ein ganz anderer Charakter dafür sorgen, dass die was beibringen bekommen oder dass die da noch andere Informationen bekommen. Ich finde, ein Oden sollte tot sein, sonst wird es diese Spannung und diese ganze Story und Geschichte von Wano Kuni wäre dann übelst unnötig, meiner Meinung nach. Das wäre übelst komisch, wenn er dann doch leben würde. Natürlich, wenn der Oda es sehr, sehr gut erklärt und plausibel alles macht und einen guten Plot macht, wäre es zwar nice, ich würde es aber dennoch trotzdem nicht feiern. Also wenn es Oda wirklich dann macht, dann würde ich es wirklich nicht feiern. Dann würde ich sagen, nee, Oda, das gefällt mir so nicht. Es hat nur meine Meinung und es spricht auch vieles dagegen, ehrlich gesagt. Jetzt kommen wir zum dritten Charakter und zwar Shiki. Dazu würde ich jetzt nicht viel sagen und zwar, es gibt so einen Hinweis, dass er auch Wano Kuni ist, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Kaido ein Shiki da in ein Gefängnis wirft und ein Shiki ist eher natürlich ein Typ, der mit Kaido wahrscheinlich eher gemeinsame Sachen machen würde. Das heißt, Shiki macht einfach gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, wer diese Idee rausgehauen hat, macht für mich gar keinen Sinn. Dann die nächste Möglichkeit natürlich, Scopa Gaban, finde ich an sich gar nicht blöd, weil wir hatten damals eine Raid, der im Sabaody-Archipel auch so ein bisschen gefangen war. Wir wussten aber nicht, wer dieser mysteriöse Charakter ist. Und ganz ehrlich, eine Bestie ist für mich ein Charakter von Gold Rogers Bande. Ich meine, irgendeine Bestie, die übelst stark ist. Ich meine, dieser Typ wäre schon heftig. Und dann könnte man erklären, warum er nicht geflohen ist. Und zwar denke ich, dass Scopa Gaban, das ist nur eine Möglichkeit, glaube ich, ist schwer zu sagen, vielleicht eine Teufelsfrucht hat oder zu alt ist, um zu fliehen. Das kann natürlich auch sein. Oder er hat einen ganz bestimmten Grund, warum er gefangen genommen ist. Und ich denke auch, da er auch nur der drittstärkste von Rogers Bande ist, war es für Kaido, denke ich, nicht so schwer, ihn jetzt einzusperren. Man kann natürlich nicht sagen, wie stark er ist, aber ich denke, ein Kaido will den unbedingt seinen Willen brechen, um ihn zu bekommen. Das Ding ist halt, wieso braucht Kaido einen Scopa Gaban? Vielleicht Informationen aus der alten Ära. Er hat wahrscheinlich auch was, er weiß ja was von One Piece. Das heißt, Kaido wäre es wirklich ein guter Nutzen, Scopa Gaban einzusperren. Und natürlich will er ihn nicht töten, weil wenn er stirbt, hat er die ganzen Infos weg. Natürlich ist die Frage, ja, wieso kann er dann Gift aushalten? Naja, vielleicht gab es in Roger Bande jemanden oder Scopa Gaban hatte Erfahrung mit Gift oder weiß der Geier was. Das kann ja alles möglich sein. Vielleicht auch irgendeine andere Art Giftfrucht, das wäre vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber ja, Scopa Gaban macht Sinn, weil er weiß Sachen von One Piece, er hat sehr, sehr viele Infos, weil er bei der Roger Bande war, deswegen macht es viel Sinn, dass er sogar eingesperrt worden ist und er könnte dafür sorgen, dass vielleicht Kid und Ruffy vielleicht Training beim Königshage bekommen oder er ihnen hilft, da auszubrechen oder sowas. Das wäre ziemlich genial und er könnte so ein bisschen Sachen erzählen von Wano Kuni eventuell. Es gibt ja viele Theorien dazu, dass Scopa Gaban aus Wano Kuni kommt etc. Das wäre schon irgendwie genial. Er könnte ein bisschen die Geschichte von Wano Kuni erzählen, ein bisschen was von Roger erzählen und vielleicht eventuell hat er echt irgendwelche Informationen, die sehr, sehr hilfreich sein könnten. Und außerdem, wenn er dann noch ausbricht, könnte er noch den anderen Ströden helfen, vielleicht Haki zu erlernen oder ich weiß nicht, vielleicht hat er auch viel Ahnung über Wano Kuni. Er weiß, wo was ist. Er hat viele Informationen zu Kaido, wäre natürlich auch möglich, da er auch so lange gefangen genommen ist. Er weiß wahrscheinlich auch einiges. Dieser Typ wird verdammt sehr wichtig sein und dieser Charakter, das Scopa Gaban, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Es gibt nur ein Gegenargument eigentlich, dass es wieder 1:1 wäre wie damals bei Sabaody Archipel, aber Oda macht es gerne und warum denn nicht ihn jetzt mal reinbringen? Wann soll man den Scopa Gaban sonst zeigen? Im letzten Krieg? Nee, danke, warum denn? Vielleicht lieber jetzt am Anfang, wo die Ströte noch nicht so krass sind. Das heißt, er ist der letzte von der Roger Bande, vielleicht der den das letzte Mal wirklich hilft und dann die Strohbande auf sich allein gestellt ist. Dann gibt es natürlich noch zwei weitere Charaktere, beziehungsweise das sind jetzt die zwei letzten Charaktere, die ich besprechen will. Und zwar zu einem Jin. Da gibt es so ein Bild, was echt um die Umlauf gegangen ist. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch. An sich wäre es geil, wenn es Jin wäre, weil
Von den Augen passt es her, aber Oda könnte es wieder uns nur trollen und wieder zu viel Hoffnung machen. Und zweitens, klar, wegen dem Gift, das ist auch ein sehr, sehr großer Indiz, finde ich, darf man nicht außer Acht lassen. Und zwar hat damals Jin ja dieses MH5-Giftgas abbekommen von Don Krieg und er könnte vielleicht immun dagegen sein. Passt zumindest, also das heißt, allein diese zwei Sachen passen, aber da gibt es jetzt viel zu viele Gegenargumente und zwar, er könnte niemals so stark sein. Zweitens wird es übelst weit hergeholt, wie auf einmal ein Jin auf Wano Kuni ist. Natürlich hat er gemeint, er wird uns im Wano Kuni Arc noch treffen oder sowas. Kann natürlich auch sein, aber ganz wichtig, dieser Typ, wo da drin ist, diese Bestie, muss ja schon, oder dieser Charakter, muss ja schon länger dort drin sein. Und ein Jin ist ja vielleicht, keine Ahnung, vielleicht höchstens könnte da ein paar Jahre nur sein. 2-3 Jahre, das kann eigentlich gar keinen Sinn machen. Das heißt, dieser Charakter muss schon etwas älter sein und das glaube ich nicht, dass es Jin ist. Auch von der Stärke glaube ich nicht, dass er sich so krass weiterentwickelt hat, selbst wenn er Haki hat. Und klar, er war zwar damals ein Tick stärker als Sanji, aber das hat nichts zu bedeuten. Sanji hat einfach viel mehr Potenzial und ein Jin, was soll er da großartig machen? Vielleicht ein bisschen stärker werden vom Haki und so, aber das war's dann auch schon. Sanji kann sich noch viel krasser entwickeln. Kann man natürlich nicht sagen. Könnte zwar sein, dass er eine Bestie ist, aber ein bisschen schwer zu sehen und gerade wegen diesem Zeitraum. Keine Leute wissen ja nicht mehr, wer das ist. Und wenn es vor 2-3 Jahren der gefangen genommen wäre, dann würde es doch irgendjemand doch wissen. Was natürlich auch geil wäre, wenn ein Kaido dann wirklich die vernichtet hat, das wäre richtig witzig. Aber jetzt gibt es natürlich noch einen Charakter, bevor ich zum Lag gehe, der mir gerade eingefallen ist. Den habe ich auch schon oft gelesen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, also ich weiß ja nicht. Moria, also das ist ein bisschen komisch. Wie sollte ein Moria wieder nach Wano kommen? Das macht gar keinen Sinn. Oder damals besiegt und er wird sich jetzt eher im Verborgenen halten. Er kommt vielleicht nach Wano, aber wird jetzt nicht da im Gefängnis sein. Und das wäre übelst strange und übelst komisch. Und wie sollte der Typ eher giftresistent sein? Das, ich weiß ja nicht. Und so stark, nee, das macht einfach keinen Sinn. Und er scheint ja normale Größe zu haben. Also Moria macht keinen Sinn. Dann kommt zum Charakter, der eigentlich ganz neu ist. Und zwar Prinz Lark oder dieser Lark, wo man gezeichnet wurde von Oda. Aus dem Kyoto Special, irgendwas sowas mäßiges. Und dieser Typ könnte es wirklich sein, denn es wäre ein ganz neuer Charakter. Niemand weiß, wer das ist. Und dann erfahren wir so ein bisschen mehr Sachen über ihn. Vielleicht ist es irgendwas mit Zorro verwandt oder sowas, ich weiß ja nicht. Wäre krass möglich. Ein Lark muss wahrscheinlich schon verdammt stark sein. Der wird heftig sein, ehrlich gesagt, Leute. Der wird bestimmt stark sein. Und so könnte man vielleicht ihn gut mit einbauen und auch neue Charaktere mit reinmachen. Und ich glaube auch, das macht eher Sinn, neue Charaktere zu zeigen, die da eingesperrt sind, als irgendwelche alte. Und der könnte noch sehr, sehr wichtig sein. Vielleicht auch für Zoro generell, für die Wano Kuni-Geschichte. Und vielleicht ist er ja der Rebellenanführer, der von Kaido gefangen genommen wurde, schon damals vor 20 Jahren. Das kann natürlich gut sein, oder im Laufe dieser 20 Jahre. Und niemand weiß davon. Kaido könnte ihn vielleicht gebrauchen, um die restlichen Samurai zu finden. Oder vielleicht hat dieser Lark sogar auch Informationen, die Oden auch hat. Es wäre halt krass, wenn Oden nicht der Einzige ist, der Poneglyphe lesen und erstellen kann, dass dieser Lark auch das noch machen könnte. Das wäre geil. Was natürlich auch cool wäre, das ist einfach abnormal krank, wenn er der Nachfahre von Ryuma wäre. Holy shit, wäre das krass. Das wäre so krank, alter Leute. Stellt euch mal das vor. Weil er sieht ja ein Ryuma sehr ähnlich aus. Manche sagen auch einen Zoro und einen Shanks, aber das wäre doch übelst genial. Natürlich wäre es cooler, wenn Zoro eher der Nachfahre oder die Reinkarnation von Ryuma wäre, aber das wäre irgendwie cool, wenn Lark das wäre. Und Lark ist ein sehr interessanter Charakter, den wir noch gar nicht bekommen haben. Natürlich könnte er auch gar nicht auftauchen, aber ganz ehrlich, wenn Okiko auftaucht und es wurden nur zwei Charaktere gezeigt, und zwar Okiko und dieser Lark. Und einer Lark muss auch noch mit reingebracht werden. Das macht einfach verdammt viel Sinn. Der wird auch sehr wichtig für die Story sein, vielleicht auch für Zoro, für Ruffy und Kid vielleicht eher weniger, aber er könnte trotzdem denen helfen zu fliehen, denn er weiß einfach alles über Wano Kuni, wo seine Leute vielleicht sind. Er kann dann noch helfen, den Strohhüten, noch die anderen Samurais zu finden, noch vielleicht ein paar andere Rebellen und seine ganzen Leute. Das wäre übelst genial. Also ein Lark wäre auch verdammt gut möglich. Das waren eigentlich alle Charaktere, die ich mir vorstellen kann. Vielleicht habe ich ein paar vergessen, aber ich habe auch ein paar unwahrscheinliche mit reingenommen. Mich würde echt eure Meinung interessieren. Ansonsten gebt dem Video doch einen Like, wenn es euch gefallen hat. Und um weitere One Piece Theorie nicht zu verpassen, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger. #BangerCrew, wer bis zum Ende geschaut hat.